Erneut willkommen zurück zu Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal auf den altbekannten Planeten Kervan in Metropolis, welches aber leider von Dr. Nefarious angegriffen wird, weil dieses riesige kugelförmige Ding da ist dieser sogenannte Bioliberator und der hat scheinbar die Fähigkeit, alle Tyrannoiden in Roboter zu verwandeln. Also ziemlich gefährlich, vor allem hat das eine ziemlich extreme Reichweite. Und dann mussten wir sogar noch sehen, was aber Ratchet selber noch nicht weiß, dass der Clank, den wir an unserem Rücken haben, gar nicht der echte ist. Das ist eine billige Kopie. Das ist ein Doppelgänger namens Clank. Den irgendwie hat es Nefarious geschafft, halt die beiden irgendwie so auszutauschen und Ratchet selber weiß davon aber noch nichts. Und jetzt bin ich gespannt, wie es hier weitergeht und ihr doch sicherlich auch. Die Brücke haben wir auch schon ausgefahren, Titanbolt haben wir hier irgendwo sogar noch gefunden und jo, wir werden mal sehen, was jetzt passiert. Okay, da war noch gar nichts, weil ich hier nochmal einen Speicherpunkt habe, das ist gut. So, sehen wir, da vorne in dem Käfig ist nämlich der echte Clank drin. So, Verkäufer aktivieren, ich kaufe wieder alle Munition voll. So, gut. Kann man das hier... Ah, kann man auch noch kaputt machen. Also ich habe fast schon wieder 300.000 Bolts, aber ich kann mich, wie gesagt, immer noch nicht entscheiden, welche weitere Waffe ich mir eventuell noch kaufen soll. Entweder eben diesen Spalt-Dingsbum-Senator oder eben diese Shankling-Pistole. Sind irgendwie jetzt beide nicht so super. Da, Clank, da ist Dr. Nefarious und der komische Butler. Und sie haben Clank. Sie, haben dich gefangen. Was geht da ab? Ich sollte mir jetzt irgendwie total blöd vorkommen. Es ist wohl eher unwahrscheinlich, dass er der Böse ist. Ja, wohl eher nicht. Ich hab so viel gelacht heute. Ich hab Seitenstechen. Ich muss zugeben, Ratchet, du warst ein viel würdigerer Gegenspieler als dieser Volltrottel Quark. Leider muss ich noch eine Galaxie erobern. Darum ist jetzt Schluss. Schade, dass du nicht miterlebst, wie die anderen Matschis sterben. Naja, du weißt schon. Oh shit! Jetzt muss ich hier gegen einen riesen Clank kämpfen, also halt den falschen bösen Typen hier, aber ich glaube, gegen mein Spaltergewehr kann der gar nicht viel machen. Tut mir leid, Ratchet. Das ist alles meine Schuld. Mach die Klappe zu, Clank. Nefarious ist schuld und dafür wird er bezahlen. Für Metropolis, für Quark und fürs Gate. Und wir beide kümmern uns drum. Komm, wir hören ab, bevor wir noch draufgehen. Oder Schlimmeres. Was zum... Okay, das war jetzt der kürzeste Bosskampf in der Geschichte von Ratchet und Clank 3. Habt ihr das gesehen, bitte? Ich habe... Wie viel? 4 Schuss oder so? Ne, 6 Schuss. Ich habe den 6-mal mit meinem Spaltergewehr erwischt und der war total hinüber und ich habe schon gewonnen? Geil. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war ja mal endgeil. Der konnte ja nichts machen. Der hat mich noch nicht mal getroffen. Was für ein Vollidiot. Ich sage, das Original ist immer besser als so eine billige Kopie. Das haben wir jetzt mal wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Denn ein paar Mal schießen müssen, der war kaputt. Na gut, dann ziehen wir uns zurück zum Schiff, bitte. Ich kann es einfach nicht glauben. Dieses Ding hat gerade die ganze Stadt in Roboter verwandelt. Sogar die Tyrannoiden. Du musst Nefarious aufhalten, bevor er ihn noch einmal einsetzen kann. Jupp. Das werden wir versuchen. So, da ist wieder unser Schiff. Und wir müssen aber erstmal hier an Bord gehen. Dann werde ich das mal tun. So, Städtekampf Teil 1. Teil 1, der Countdown. Die Tyrannoiden haben Metropolis besetzt und Sprengstoff mit Zeitzündern in der Stadt verteilt. Wenn die Uhr auf 0 steht, fliegt alles in die Luft. Mit dem Hoverschiff musst du alle Ladungen finden und neutralisieren, bevor es zu spät ist. Okay.
Die Tyrannos haben in der ganzen Stadt Sprengsätze gelegt. Sie brauchen das Harrer-Schiff, um sie alle rechtzeitig zu entschärfen. Ja, dann werden wir mal sehen, ob ich das überhaupt schaffe. Stelle ich mir ziemlich schwer vor. So, aber eins habe ich schon kaputt gemacht. So, stirbt da vorne. Okay, das sind eigentlich immer die grünen Punkte, nehme ich mal an, die mir hier an der Karte angezeigt werden. Die muss ich zerstören. Ja genau, das sieht man eh schon hier. Geht's auch ein bisschen schneller. Einige der Jungs sind leicht nervös. Naja, man, hallo. Oh, das geht ja wirklich, das geht ja auf Zeit. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Meine Güte. Da rennt ja ein Timer mit. Das heißt, wenn ich zu langsam bin, dann habe ich verkackt. Weil die sind eigentlich eh alle relativ schnell zu finden. Ich muss ja noch nicht mal die Tyrannoiden selber zerstören, sondern einfach nur diese Dinger da. So, hier sind noch ein paar blöde Geschütztürme. Leck mal doch. So. Immer mit der Ruhe, Sarge. Hier geht's ja nur um Leben und... Ja, es geht ja nur um Leben und Tod. Genau. Also, worum sich Sorgen machen. So, und da hinten ist das Letzte. Wirklich, er hat es überlebt. Ich meine, wir... habe natürlich nie an ihnen gezweifelt, Sarge. Saubere Arbeit. Wir haben mal 10.000 Bolts kassiert, so 35.000 Bolts, wenn wir den Häuserkampf schaffen. Die Bombenbedrohung wäre geschafft, aber die Tyrannoiden kontrollieren Metropolis weiter. Die Schutztruppe bereitet einen Gegenangriff vor, um sie zu vertreiben. Zunächst müssen sie in der Stadt Fuß fassen. Sorge per Fallschirmabschwung dafür, dass es funktioniert. Na super, kann ich mich schon wieder in den Tod stürzen? Toll. Sie kennen das ja, Sarge. Überall Tyrannos und wir sind ziemlich übel dran. Ja, sowieso. Garantiert treffen mich jetzt wieder viel zu viele Raketen, so wie das letzte Mal auf Blackwater City. Da bin ich ja schon halb tot unten angekommen, das war richtig blöd. Ah, ja, Hilfe. Nein. Ha! Sie kommen vom Turm. Was, sie kommen vom Turm? Okay, da sind die roten Lichter, da kommen sie scheinbar. Ja, da sind sie schon. So, Nitrospucker, take this! Bam! Und das. So, ich habe doch nicht mein Spaltergewehr. Kann ja nichts passieren. Ja, du bist tot. So. So, nee, oh. So, vielleicht ist das Spaltergewehr hier jetzt nicht so gut geeignet. Da habe ich ja keinen sicheren Punkt, um zu schießen. Das ist kein sicheren Ort. Alter, jetzt bin ich wieder fast tot. Ich brauche Nanotech. Warum kriege ich denn keins? Warum kriege ich kein Nanotech? Was soll denn das? Ich brauche Energie. Du hast verkackt. Du bist ein Trottel. Okay, nochmal. Das ist so kacke. Mano. So. Ja, ich weiß, dass sie von da kommen. Warum muss ich eigentlich immer alles erst beim zweiten Mal schaffen? Ihr seid doch scheiße! Robotyrannoiden, ich glaube auch. Das heißt der Luftangriff. Achso, die da schon wieder. Ich weiß Bescheid. Ah. So, aber hier eigentlich mein Nitrospucker, der hilft hier relativ gut gegen diese Typen. Weil die ja alle Fahrzeuge benutzen, seht ihr? Bam. So, Moment mal, von da hinten kommt auch noch so ein dämliches Ding, warte mal, Vernichter. Spaltergewehr. So. Ich muss den Vernichter noch aufrüsten, der ist ja immer noch viel zu schwach, gerade mal Version 2. Ja, schon wieder keine Munition mehr, verdammt. So, muss echt ein bisschen aufladen. Na, natürlich gesteigert, super. Kommt genau im richtigen Moment und oh mein Gott. Bam. Können die jetzt mal aufhören? So, helft mir, ihr Mini-Gefechtstüren, hier. Oh, da kommen ja noch mehr. Wird immer schlimmer. Ich will nicht sterben.
Ey, kriegt man denn nicht mal Munition? Ey, kriegt man denn nichts? Aus dem Satz heißer Ohren. Zur Gewohnheit. Oh, geschafft. Na endlich. Aber irgendwann revanchieren sie sich. Das glaube ich zwar nicht so wirklich, aber egal. So, Teil 3, Turmangriff. 20.000 Bolts Belohnung. Unfähig, die Angriffseinheiten der Schutztruppen zu zerstören, wurden die Tyrannoiden in 4 Türme im Zentrum zurückgedrängt. Mit dem Haberschiff musst du diese letzten Widerstandsnester zerstören, okay? Die Tyrannos haben sich in 4 Türmen verschanzt. Sie brauchen ein Haberschiff, um sie rauszuholen. So, muss ich da jetzt alle Tyrannoiden killen, die da drin sind? Mit dem Schiff? Ist ja richtig schwer und oh mein Gott, das sind ja auch wieder diese blöden Geschütze. Okay, reinfüllen kann ich leider nicht, obwohl das irgendwie unlogisch ist, weil ich müsste da reinpassen. Finde ich zumindest. Oh mein Gott, die sind ja überall. Das ist ja mal richtig scheiße schwer hier. Kann mich gar nicht erinnern, dass ich das privat überhaupt mal gemacht hätte. Kann sein, dass ich da sogar drauf verzichtet habe, weil es mir dann eh zu schwer war, oder ich weiß auch nicht. Mach's kaputt, Ratchet! Du triffst ja schon wieder nicht. Warum? Warum treffe ich diese Penner nie? So, stirb da vorn. Stirb. Dankeschön. So, warte mal, da ist noch irgend... Da ist noch so ein Ding. Achso, so ein Typi. So, tot. Alter! Schaffe ich doch never ever. Ja, noch so fliegende Idioten. Mann, ich erwisch die einfach nicht. Stirb doch mal. Wow. Aua. Du kleines Arschloch da unten. Stirb. Oder du da oben. Warum bist du nicht tot? Er ist da runtergefallen und hat sich retten können. Fies. So, da hinten drin ist noch einer. Oder draußen, drin, drüben, was weiß ich. Wo ist denn der jetzt? Da ist ein Titanbolt. Ha, du hast einen Titanbolt. Ha, da war also der zweite versteckt, die ganze Zeit schon. So, jetzt stirb doch mal, du Arsch. Stirb doch mal. Jetzt stirb doch mal. Mann, nein. Mann, du bist doch scheiße. Mann, das kann man doch gar nicht schaffen. Ist das dumm? Ja, deine Mutter hat sich in 4 Türme versteckt, weil sie so fett ist, braucht sie 4 Türme. Ach komm, das darf doch nicht wahr sein. Ist das fies? Ich kann ja auch gar nicht richtig zielen mit diesem scheiß Schiff. Das ist voll kacke. Also die Bodenmissionen liegen mir wirklich mehr als mit diesem komischen Schiff hier. Ich kann das voll scheiße steuern. Das kann man nicht schaffen. Aber das muss man schaffen können. Jetzt werde ich schon wieder sauer. Nein. Es ist Krieg. Im Krieg ist es nun mal laut. Da habe ich auch das Recht, laut zu sein. So. Mann, jetzt geht doch mal verrecken hinter irgendwelchen Ecken hier. Wunder, dass ich hier den Zusammenhalt überhaupt gesehen habe. Das ist unglaublich. Das ist viel zu schwer. So, man gut, viele Treffer brauchen die nicht, sind die eh gleich tot. Aber ich muss sie halt mal treffen können, ne? So. Hinten ist noch so einer. Das sind ja noch viel mehr. Jeder rote Punkt ist ein Gegner. Aua. Dankeschön. So, da hinten ist noch so ein Idiot. Ne, sogar ja, zwei. Ganz wie damals, 62 im Abwasserkrieg auf Aquatas, als ich eine Königshandelnde mit bloßen Händen erfasselte. Ich habe gehört, dass die Handelnde sie verschluckt hat, Sir. Angeblich wurden sie vermisst, bis sie eine Woche später in einer Toilette auf Baryon gefunden wurden. Beispiel H22. Du warst nicht dabei und hast keine Ahnung, wovon du redest. Die Geschichte habe ich auch gehört. Nur habe ich gehört, dass es 2 Wochen waren. Alle Truppen Funkstille einhalten. Ja, alle Truppen Funkstille einhalten. Was labern die da? Was geben die da immer für einen Blödsinn von sich? Mann, komm, ich will das hier schaffen. Ich will sehen, ob es da nicht noch eine 4. Mission auch noch gibt. Gibt es garantiert noch. Vielleicht nochmal ein Bodeneinsatz, das kann auch sein. So, warte mal, da ist ja noch einer. Einer ist hier noch. Da, du bist das. Whoop, wenden. So, und tot.
Okay, so die sind alle erledigt. Das ist doch eh der letzte Turm hier vorne. Das ist doch der letzte Turm. Oh, nee, nicht schon wieder Raketenwerfer. Nein. Nein, 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 nein. Geh du weg. Geh du weg, du scheiß Rakete. Geh du weg. Irgendwas hat mich hier im Visier. Ich sehe es gerade nicht. Wartet, wartet. Was ist das? Aha, du. Was bildest du dir eigentlich ein? Jetzt geh doch mal sterben. Danke. So, komm. Das muss ich doch irgendwie jetzt schaffen können. Wenn ich jetzt ganz vorsichtig bin, muss ich es schaffen können. Unten ist doch, glaube ich, noch so ein blödes Geschütz. Ich sehe das doch. Ja, genau. Ballert es ab. Helft mir. Helft mir! Mann, ich treffe den einfach nicht! Das gibt's doch nicht, du kleines Arschloch! Naja, also! Das gibt's einfach nicht! Die ganze Zeit bin ich vor dem und ich erwisch das Ding nicht. So, boom! Voll zerschossen hier. Na, sie haben sich aber Zeit gelassen. Gebiet gesichert zum Ausrücken bereit machen. Oh, na endlich! Mission erfüllt, 20.000 Volt Belohnung! Endlich! Holy shit! Und natürlich gibt es noch einen Teil 4. Lufthoheit. Schon wieder mit dem Hoverschiff, Mano. Der Boden ist befreit, aber der Luftraum über Metropole ist immer noch voller feindlicher Schiffe. Mit dem Hoverschiff musst du die feindliche Luftwaffe vernichten und die Lufthoheit erlangen. Na toll. Okay, es geht noch weiter. Die Transporter machen uns zu schaffen. Wir brauchen Luftunterstützung. Mal sehen, wie blöd ich mich jetzt hier wieder anstelle. Ich habe ja auch keine anderen Waffen, ich habe keine Raketen oder sonst was, ich habe immer nur meine blöden Standardschüsse, die nichts können. Also die nicht viel können. Man halt doch mal still, du scheißverdammtes Drecksschiff. Seht ihr, ich treffe das ja nicht mal. Das gibt's doch nicht. Jetzt stirbt er mal. Kollisionskurs, Kamikaze. Ah, na also, Kamikaze bringt's voll. Sind eh so groß und trotzdem treffe ich die nicht gleich. Ah, ja super, noch höher kann ich nicht. Ja, fliege außerhalb des Bildschirms, wo ich nicht hinkomme, toll. Oh Gott, ich hätte nicht gedacht, dass das hier so scheiße schwer werden würde. Seht ihr, ich erwische die einfach nicht. Ich habe die doch im grünen Bereich drin, warum schieße ich denn daneben? Ja, toll. Großartig reden, aber selber nicht viel machen, ne? Das ist typisch. Immer müssen wir die Drecksarbeit erledigen, weil die zu blöd dazu sind. Haltet es auf, da ist eins! Es versucht abzuhauen, da unten ist noch einer. Komm her! Hm. Kommst du jetzt her, du Arsch? Ah! So, drei sind noch übrig, ha? Da ist noch einer. Direkt vor mir. So, komm, bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 ja, so. Komm, nur noch mal die zwei, die muss ich doch noch irgendwie erwischen. Halt, da geblieben. Nein. Okay, dann nehme ich mal den da. Dann nehme ich halt den. Ey, das gibt's einfach nicht. Jetzt bleibt er mal stehen, verdammt mal. Ah, ist das scheiße. Ja, ich weiß, dass nur noch einer fehlt. Ich kann mein Radar selber sehen. Danke. Klugscheißer. So, komm. Jetzt stirbt er mal. Jetzt stirbt er mal. Mann, ich erwische den Wichser nicht. Warum verpisst er sich immer in die Ecke, da wo ich ihn nicht erwischen kann? Was soll denn das? Schweinebacke. Komm schon. Triff Ratchet. Ah, endlich. Verzweifeln. Boah. Na, endlich. So, jetzt kommt sogar noch eine fünfte Mission, ha? Genau, Teil 5, Geschützturm. Die Tyrannoiden starten einen letzten verzweifelten Versuch, Metropolis zurückzuerobern. Schlage sie mit dem neuartigen Ionengeschützturm zurück. Okay. Da kommen sie. Gehen sie zum Turm und knallen sie diese Schiffe ab. Da kommt was. Durchladen und uns draufhalten. So, ne, ich gebe einfach Dauerfeuer. Jetzt darf ich aber wenigstens mal einen Geschützturm verwenden. Der ist schon stärker. Alter, das ist ein bisschen viel auf einmal, ha? Die kann ich doch gar nicht alle erwischen. Oh, Alter, na ist klar. Ist klar. Wie soll man das denn noch schaffen? Das sind doch viel zu viel auf einmal. Ernsthaft.
maximales Nanozicht gesteigert. Das bringt mir hier drin wieder wenig. Wohl? Doch, es hat sich, glaube ich, alles wieder aufgefüllt. Haha! Ich habe euch verarscht. Aber ich glaube, das eine in der Mitte, das ist die Energie des Geschützturms. Und hier auf Null ist, habe ich verschissen. Was, die letzte Welle? Nein, ich lasse den Schleimbeutel eh keine Chance, aber das sind einfach zu viele auf einmal. Wie soll ich das schaffen? Bam, 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 bam. So, komm her jetzt. Das muss ich schaffen. Die! Ja! Jawohl, wir haben diese Tyrannos aus dem Himmel geholt. Danke, Sarge. Ohne sie hätten wir das nicht geschafft. Danke nochmal, Sarge. Die Jungs und ich haben zusammengelegt zum Dank, dass sie uns gerettet haben, überall in der Galaxie. Alle haben sich beteiligt. Wir haben einen Kartomat gekauft. Ah, oh, Jungs, das wäre doch nicht nötig gewesen. So, zurück zum Schiff. Jetzt habe ich nämlich echt die Schnauze voll. Ist nicht wahr. Das können wir hier kurz mal austesten. Ja, seht ihr? Grün? Grün. Auch grün. Aha, okay, da überall könnte etwas sein. Muss aber nicht sein. Boah, nee, aber es tut mir jetzt echt leid, dass ich da so Probleme hatte. Aber das war mal, wenn ihr zugeben müsst, schon ziemlich schwer jetzt. Die Steuerung mit diesem komischen Schiff ist einfach viel zu blöde. Das ist nicht so toll geregelt worden, aber naja, ich glaube, ich kehre jetzt zu Phoenix zurück. Ich habe keine Lust mehr. Bin ja froh, dass ich so oder so auch geschafft habe für den Kartomat. Das heißt, das war mehr oder weniger mal wieder komplett optional. So, hier, man kann ja Phoenix, ja, kehre zu Phoenix zurück, alles klar. Vor wenigen Stunden haben Bio-Obliteratoren Metropolis verwüstet. Die Maschinen sind jetzt verschwunden. Wo sie sind, ist zurzeit nicht bekannt. Die Galaxie ist in Panik verfallen. Das heißt, Dr. Nefarius plane ähnliche Angriffe in der ganzen Galaxie. Wir melden uns live von Makadia mit dem Galaxiepräsidenten. Mr. Präsident, wie beeinflusst der Angriff auf Metropolis Ihre Wahlchancen im Herbst? Eine gute Frage, Dala. Unsere Wählererhebungen weisen darauf hin, dass in einer Woche die gesamte Bevölkerung der Galaxie aus Robotern bestehen wird. Das gibt meinem Wahlkampf natürlich Schwung, denn wie Sie wissen, bin ich selbst ein halber Roboter. Ich glaub's einfach nicht. Alle tun so, als hätte Nefarius schon gesiegt. Möglicherweise. Wenn wir diese Bio-Obliteratoren nicht finden, sind wir bald alle Roboter. Nicht, dass ich etwas gegen Roboter hätte. Einen Moment mal. Bevor der Kreuzer in die Luft flog, hat Quark nicht gesagt, dass er etwas finden wollte? Ja. Viel ist es nicht, aber ein Versuch ist es wert. Der Kreuzer kam auf Zeldrin runter. Wir checken den Aufprallort. Vielleicht finden wir, was Quark gesucht hat. Koordinaten der Absturzstelle auf Zeldrin heruntergeladen. Interessant. Äußerst interessant. Da, wo halt der Sternkreuzer abgestürzt ist, werden wir vielleicht einen wichtigen Hinweis finden. Boah, nee, aber das tut mir jetzt echt leid, dass ich hier schon wieder so ausgeflippt bin, aber... Ja, komm, wir haben keinen wissenschaftlichen Taschenrechner gefunden, das wissen wir doch schon, das hast du schon mal von dir gegeben. Ey, komm. Also, warte mal, wenn ich das jetzt zusammenzähle, 162.000 und das? Das könnte ich mir doch eigentlich beides leisten. Ach komm, ich kaufe mir zumindest die Scheibenklingenpistole, komm. So, und, Klufterzeuger kaufe ich mir auch, so.
Und dann kaufe ich mir, was kaufe ich mir noch? Der Rest ist mir ehrlich gesagt eher egal. So, okay, 8-mal kann man nur dieses Ding hier einsetzen. Und das andere kann ich, wie gesagt, 25-mal einsetzen, die Scheibenklingenpistole. Jetzt habe ich gedacht, pfeif drauf, jetzt habe ich eh so viele Bolts gehabt und die allerbeste Rüstung ist sowieso dann viel zu teuer, die kostet 1 Million Bolts, die werde ich mir eh nie leisten können, also habe ich mir halt nochmal 2 neue Waffen geholt, können wir uns noch ganz kurz angucken, was die genau können sollen. So, Scheibenklingenpistole feuert eine scharfe Wurfscheibe, die Gegner an, wie sie trifft die Scheibe eine Wand, prallt sie von dieser ab. Ich weiß noch, wenn man das verbessert, dann prallen die Scheiben, glaube ich, sogar noch von Gegnern ab. Und der Klufterzeuger verursacht kleine schwarze Bohrungen, die Feinde in eine andere Dimension saugen. Boah, eine Kraft von 1000 und das hat noch eine Kraft von 500, aber es kann sich ja wie gesagt noch verbessern. Okay, Leute, es ist genug für diesen Part. So, komm, gibt's jetzt vielleicht endlich mal... Ich weiß, dass es später noch andere Farben gibt, aber... Nee, immer noch nicht. Das gibt's doch... Ich will ein blaues Schiff haben, obwohl das Grün passt doch jetzt eigentlich gut zur Ratchets Rüstung eigentlich, aber... Ich kann mich noch erinnern, dass es später wirklich noch mehr Lackierungsfarben gibt, zum Beispiel ein helles Blau oder irgendwie so, aber... Wann zum Teufel kann man denn das endlich mal bekommen? Ich weiß es nämlich nicht. Aber okay. Ja, ich sage jetzt erstmal danke wieder fürs Zusehen, sorry fürs Ausrasten, bis zum nächsten Mal, da untersuchen wir dann die Absturzstelle auf Zelda. Heute geht es in der Cafeteria proteinreichen Hackbraten nach Helgas Spezialrezept. Esst euch satt. Nö, wir sind glaube ich gerade nicht hungrig, also falls ihr Hunger habt, besorgt euch Hackbraten, falls nicht, dann einfach bis zum nächsten Mal bei Ratchet & Clank 3. Macht's gut, Leute. Tschüss.